Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar geht es heute mal wieder um das Thema 3D-Druck. Gearbest hat mir einfach so einen neuen 3D-Drucker geschickt. Das heißt, ich habe einfach eine Mail bekommen mit einem Tracking-Code und die haben gesagt, hier in den nächsten Tagen bekommst du einen neuen 3D-Drucker. Ja, ohne weitere Auflagen. Das heißt, ich teste das Ding jetzt hier einmal, wir packen den gemeinsam aus, nehmen den in Betrieb. Ich sage dazu meine ehrliche Meinung, aber wie gesagt, danke an Gearbest, dass ihr mir das Gerät zur Verfügung gestellt habt. Ich habe ansonsten keine Vorgaben, was ich hier dazu sagen soll. Das heißt, meine Meinung ist hier komplett unabhängig und wir gucken uns jetzt hier gemeinsam den JG Aurora A5 an oder A5. Wie genau man das ausspricht, weiß ich nicht. Ich habe immer im Internet die Aussprache JG Aurora gefunden oder JG Aurora. Und ich hoffe, damit sind wir d'accord, dass das einigermaßen richtig ist. Falls nicht, korrigiert mich bitte gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe eine Weile gesucht. Das Teil hier gefällt mir besonders gut. Also ich hatte den schon eine Weile im Auge auch und kannte das Gerät natürlich schon aus diversen anderen Videos. Der hat mir besonders gut gefallen, weil der eben so ein schönes, cleanes Design hat. Das heißt, hier sind irgendwie nirgendwo Kabel zu sehen, großartig oder so. Alles ist sehr kompakt gebaut und trotzdem hat man eine sehr, sehr große Druckfläche hier an dieser Stelle. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, was der Drucker alles bietet. Das heißt, es sieht optisch sehr schön aus und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wohnzimmertauglich, im Gegensatz zu manch anderen Druckern, die man da draußen so findet. Also alles ist sehr, sehr clean. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man hier wenig dran modden kann oder so. Das heißt, das ist mehr ein Drucker für Leute, die sagen, hey, ich packe den einfach aus und dann nehme ich den so, wie er eben ist und möchte einfach nur drucken. Das heißt, so viel kann man hier dran nicht unbedingt modifizieren. An meinem Anycubic habe ich mittlerweile schon einiges umgebaut. Wenn euch das Video interessiert, was ich umgebaut habe, dann schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare. Der ist nicht mehr so ganz original, wie er mal war. Der hier wird bei mir jetzt original bleiben, weil, wie gesagt, so viel kann man daran nicht machen. Natürlich kann man hier neue Firmware drauf flashen und so weiter, dass sich das Ganze noch ein bisschen anders verhält. Der hier hat auch WLAN an Bord zum Beispiel und ein paar andere Features. Wir haben ein ganz cooles Farbdisplay, aber das sehen wir alles noch in dem Video. Was hier wirklich sehr, sehr gut ist, ist meiner Meinung nach die extrem große Druckfläche bei einer relativ kompakten Bauweise. Ich meine, der ist zwar ein ganzes Stück größer als der Anycubic, das sehen wir auch noch. Ich habe die mal direkt nebeneinander gestellt, später im Video, wo wir dann eben sehen, wie groß der Unterschied wirklich ist. Ich war ein bisschen geschockt, wie groß der Drucker hier ist, als ich ihn ausgepackt habe. Auf den Bildern im Internet sieht der immer ein bisschen kleiner aus. Und ich dachte, der ist ungefähr genauso groß wie der Anycubic, aber wenn man sich hier die Druckvolumen anguckt, dann merkt man natürlich relativ schnell, dass da irgendwo ja der ganze Platz hin muss. Und deswegen baut er hier auch relativ groß auf, sieht dabei aber immer noch relativ schlank aus, finde ich. Das heißt, man braucht hier auf jeden Fall schon ein bisschen Platz. Gerade in der Tiefe reichen 60 cm schon fast nicht aus, weil der eben hinten mit dem Druckbett auch noch über die Kante hinausfährt. Und deswegen muss man da schon mit einer Tiefe von 70 bis 80 cm nachher rechnen. Und das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge für einen 3D-Drucker. Dafür kann man hier auch riesige Objekte drucken. Das Druckbett ist hier, die nennen das Ding hier Black Diamond Platform. Und im Endeffekt ist es genau das gleiche wie die Ultra Base vom Anycubic. Ich weiß nicht, sieht genauso aus, funktioniert genauso. Das heißt, sobald das Ding heiß ist, haftet alles wunderbar dran. Und sobald sich das Ganze abkühlt, kann man die Objekte einfach runternehmen, ohne irgendwas groß machen zu müssen. Ja, ich würde aber sagen, wir reden nicht so lange drum herum, sonst wird das Intro hier schon so lang. Wir packen das Ganze jetzt einmal gemeinsam aus, nehmen das Ganze in Betrieb, sind hier wirklich nur 4 Schrauben, beziehungsweise 7 Schrauben, wenn man den Filamenthalter noch anschraubt. Und dann muss man eben nur 3 Steckverbindungen reinstecken und dann kann man schon starten. Das schafft also wirklich jeder, der auch noch nie einen Schraubenzieher im Leben in der Hand gehabt hat. Mit dabei ist hier ein USB-Stick von SanDisk. Und ja, das ist wirklich ein original SanDisk USB-Stick. Das heißt, hier haben die sich nicht lumpen lassen. Und da kann man dann eben seine 3D-Druckobjekte draufpacken und dann eben auch direkt starten. Hier in dem Video drucken wir jetzt erstmal diese Winkelkatze, diese Glückskatze, die eben mit hier schon drauf ist. Musste ich auch 2-mal drucken. Beim ersten Mal habe ich nicht eng genug gelevelt und deswegen ist der Druck fehlgeschlagen und hat sich gelöst. Und ich habe vorher das Druckbett auch nicht gereinigt. Das sollte man natürlich auf jeden Fall tun. Aber ja, sehen wir jetzt alles im Video. Viel Spaß auf jeden Fall. Ja, das Ding kommt in einem Originalkarton. Da war noch ein bisschen Folie drumherum, die habe ich schon weggemacht. Und dann haben wir diese übliche Schaumstoffverpackung wie bei allen 3D-Druckern bisher. Da heben wir dann die erste Schicht ab, finden dann auch hier die Bodenplatte und den Controller, ein bisschen Filament und auf der zweiten Ebene dann eben hier die Z-Achse und noch ein bisschen Zubehör.
Zubehör gibt es wirklich nicht viel, nur ein USB-Kabel, dann Netzkabel, also Kaltgerätestecker, ein USB-Stick, ein paar Schrauben und 250 Gramm Filament. Dann gibt es noch hier so eine kleine Karte zum Leveln, eben hier aus so, ja, Kunststoff. Dann noch ein paar Inbusschlüssel, die gar keinen so schlechten Eindruck machen. Und das war eigentlich auch schon der ganze Lieferumfang. Das geht bei anderen Druckern auf jeden Fall besser. Die Vorderseite hier ist so hochglanz und mit einer Schutzfolie geschützt, hat sie aber nicht davon abgehalten, hier doch ein paar Dellen zu kriegen, wie man sieht, und ist auch ein bisschen verschmutzt am Rand. Unten an der Z-Achse ist dann hier noch ein bisschen Pappe mit so ein bisschen Klebestreifen hier. Das müssen wir entfernen, damit wir dann eben gleich alles zusammenstecken können. Dazu stellen wir die Z-Achse am besten hochkant hin und dann nehmen wir eben den Controller und schieben ihn in diese vorgesehenen Schlitze ein. Das macht man vielleicht sogar am besten zu zweit, dann läuft man auch nicht Gefahr, die Z-Achse umzuwerfen und gleich müssen wir das Ganze auf die Seite legen, dann ist das Ganze noch ein bisschen wackeliger, da auf jeden Fall Hilfe holen. Dann kippen wir das Ganze am besten hier nach links oder rechts, da vielleicht was Weiches unterlegen und nicht so wie ich. Mit 13, irgendwas Kilo ist der nicht unbedingt leicht. Und dann nehmen wir die dickeren Schrauben mit Unterlegscheiben, die dabei sind, und schrauben die hier mit einem Inbusschlüssel einfach fest. Sind 4 Stück an der Zahl. Wenn man die obere fest hat, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass einem das Ganze hier nicht mehr rausrutscht. Hält aber wegen diesen Führungen eigentlich auch ganz gut da drin. Das heißt, mit einem Finger kann man das irgendwie ohne Probleme an Ort und Stelle halten. Ja, die anderen Schrauben drehen wir jetzt auch eben noch fest und dann stellen wir das Ganze wieder auf die Füße, sage ich mal. Vorher versichern wir uns aber noch, dass der Netzschalter auf 230 Volt am Netzteil steht. Da kann man eben von hinten schräg in das ganze Gehäuse reinschauen, von der Unterseite, und dort sieht man dann eben den Schalter. Und wenn man 230 Volt lesen kann, ist alles richtig. Von vorne gesehen, hinten rechts hinter der Z-Achse, müssen wir dann noch vorkonfektionierte Kabel einstecken. Da kann man auch nichts falsch machen. Die haben eben dann verschiedene Längen, sodass man die auch nicht vertauschen kann oder so. Die einfach reinklipsen und dann sind wir damit auch fertig. Mit den übrigen kleineren Schrauben bringen wir dann noch den Filamenthalter an. Dieser wird einfach, ja, mit einem anderen Inbusschlüssel, mit einem kleineren, der dabei liegt, eben fixiert und dann können wir das Filament auch schon einhängen. Jetzt noch hinten das Netzkabel einstecken und in die Steckdose stecken, dann einmal den Netzschalter hier umlegen und dann bootet eben der JG Aurora hier schon und dann sehen wir das Menü und weiter geht's dann eben mit Leveln. Wenn man jetzt auf Home klickt und wieder auf Home, fährt er eben in seine Ausgangsposition und von dort können wir dann das Leveling starten. Da wir das Leveln bei Betriebstemperatur machen sollen, gehen wir als erstes auf Heat, gehen dann auf das Bed und ja, setzen die Temperatur hier mal auf 60 Grad. Das dauert natürlich ein klein bisschen, bis die Temperatur erreicht wird. Wenn das der Fall ist, gehen wir hier zurück, dann auf Level und dann klicken wir hier auf First, um den Drucker eben in die erste Ecke zu bewegen. Das müssen wir also nicht wie beim Anycubic per Hand machen, sondern wir können die Ecken hier nach und nach eben automatisch abfahren lassen, dann leveln, dann wieder zur nächsten Ecke und so weiter. Zum Leveln können wir dann hier diese mitgelieferte Plastikkarte verwenden, die durchsichtig ist. Dort bitte die Schutzfolien abziehen. Das habe ich erst nicht gemacht und dadurch war das Leveln ein bisschen zu hoch und es war eben nicht perfekt. Dazu gibt es hier diese Stellschrauben an jeder Ecke, wie man das kennt. Die sind leider ein bisschen schwer erreichbar manchmal. Das hätte man ein bisschen schöner lösen können auf jeden Fall. Und dann fahren wir einfach die Ecken mit First, Second, Third und so weiter dann ab, leveln und machen das ein paar Mal in die Runde einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch wirklich alle Ecken vernünftig gelevelt sind und die Mitte war dann bei mir automatisch auch in der richtigen Höhe. Dann drücken wir hier Set, Change und In und dann wird eben hier die Nozzle vorgeheizt und wenn die auf Temperatur ist, können wir eben das Filament einführen und das wird dann automatisch bis zum Ende transportiert. Irgendwann kommt dann hier das Filament aus der Nozzle vorn raus und dann sollte der Vorgang auch automatisch aufhören. Bei mir hat es beim ersten Mal nicht gereicht, weil ich ein bisschen zu lange gebraucht hatte, das einzuführen. Deswegen habe ich es einfach nochmal angestoßen. Natürlich suppt es dann hier vorne so ein bisschen raus, sage ich mal. Aber das ist ja nicht schlimm. Das nimmt man einfach mit der nicht mitgelieferten Pinzette dann ab. Die habe ich natürlich vom Anycubic genommen an der Stelle. Das ist auf jeden Fall ein Zubehörteil, welches man sich kaufen sollte. Dann sind wir auch bereit zum Drucken. USB-Stick an der Seite rein. Da ist eben schon diese Winkelkatze drauf. Die heißt hier A5 Money Cat. Punkt G kann man nur lesen, das steht wahrscheinlich für G-Code. Dann sagt man noch einmal Confirm und dann geht das Ganze auch schon los.
Vorher sollte man das Druckbett natürlich noch mit Isopropanol 70% einfach ein bisschen sauber machen, damit es eben sich nicht ablöst. Ja, bei mir läuft der Druck jetzt hier so 2,5 Stunden und was du hier auf dem Druckbett siehst, sind Pollen, weil die Tür offen war. Das ist also hier mein Ergebnis. Ich bin damit relativ zufrieden. Geht natürlich eigentlich besser. Hängt natürlich von den Slicer-Einstellungen nachher ab. Hier nochmal im Vergleich mit dem i3 Mega, dagegen sieht der wirklich extrem klein aus. Natürlich ist das Druckvolumen auch wesentlich geringer, aber er braucht natürlich auch weniger Platz. Von oben sieht man dann auch nochmal den Unterschied ganz gut der verschiedenen Druckbettgrößen und ja, von hinten sieht man auch, wie unaufgeräumt der Anycubic im Vergleich zum JG Aurora aussieht. Eine erste und wahrscheinlich auch die einzige Modifikation hat er dann doch bekommen, und zwar den Kühler für das Objekt nachher, und der kühlt eben aus allen Richtungen. Das wurde mehrfach empfohlen, das zu tun. Das war also hier das kurze Video zum JG Aurora A5. Ich finde das Ding, wie gesagt, klasse. Ich werde mir den neben den Anycubic stellen und sobald mal irgendwas Größeres zu drucken ist, nehme ich auf jeden Fall dieses hier. Da muss man die Objekte nehmen. Eben nicht ja, auseinandernehmen und dann nachher wieder zusammenkleben oder sonst irgendwas. Das heißt, hier kann man sehr große Objekte an einem Stück drucken. Insgesamt gefällt mir das ganze Ding sehr gut. Er ist auch sehr, sehr leise. Und also im Vergleich zum Anycubic in der Standardausführung ist er auf jeden Fall ein Stück leiser, meiner Meinung nach. Habe ich jetzt aber nicht nachgemessen. Und ich kann ihn auf jeden Fall jedem empfehlen, der einfach einen Plug-and-Play-Drucker haben möchte. Das heißt, einfach anschließen, ein paar Schrauben zusammenstecken. Und schon ist das Ganze hier in Betrieb, sage ich mal. Dann kann man schon die ersten Sachen drucken und der ist wirklich unkompliziert. Gerade auch hier mit dem Farbdisplay und den Möglichkeiten im Betrieb hier eben auch das Filament wechseln zu können, ganz einfach. Da wird man wunderbar bei unterstützt. Genauso kann man die Drucktemperatur während des Drucks verändern und auch dann eben die Lüftergeschwindigkeiten und all solche Sachen. Das heißt, damit kann man auf jeden Fall gut rumspielen und hat immer die Möglichkeiten einzugreifen. Sobald man über Octoprint oder so oder über einen PC generell druckt mit USB, hat man diese Möglichkeiten nicht mehr. So wie ich das verstanden habe, sind hier zwei verschiedene Boards drin. Ein 32-Bit-Board, um hier diese ganze Farbdisplay-Geschichte anzusteuern, und ein 8-Bit-Board, um eben hier mit den ganzen ja, Drivern von den verschiedenen Achsen zu kommunizieren. Und sobald man eben mit dem PC druckt, überspringt man quasi das 32-Bit-Board und kommuniziert direkt mit dem 8-Bit-Board, welches eben dann für die ganzen Motoren und so zuständig ist und die ansteuert. Und dann hat man diese Features eben nicht mehr. Das heißt, hier werde ich auch aus diesen Gründen erstmal hauptsächlich von dem USB-Stick drucken. Der ist auch, wie gesagt, sehr hochwertig. Da hat sich JG Aurora eben nicht lumpen lassen. Beim Anycubic zum Beispiel liegt nun so eine ganz billige Micro-SD-Karte bei, wo jeder eigentlich da direkt zu rät, diese eben wegzuwerfen, weil bei längeren Druckvorgängen gibt es da immer mal wieder Probleme, dass der Druck abbricht und so weiter. Das haben wir hier eben nicht. Hier haben wir, wie gesagt, einen 16 GB SanDisk-Stick, der auch ja, sehr vertrauenswürdig ist, würde ich sagen. Das heißt, hier drucke ich, wie gesagt, dann immer nur von dem USB-Stick am Anfang erstmal und nicht per Octoprint und so weiter. Ja, was fand ich nicht so schön, das war zum einen der Lieferumfang. Also da war beim CR10 und auch beim Anycubic, den ich mir schon angeguckt habe, wesentlich mehr dabei. Das heißt, hier sind gerade mal 0,25 Kilo Filament dabei. Da lassen sie sich schon mal ein bisschen lumpen, würde ich sagen, und sind nicht so sehr großzügig. Dann ist weder eine Pinzette noch ein Filament, eine Filamentzange noch irgendwas anderes dabei. Das Einzige, was wir haben, ist ein Steckschlüsselset. Eben so ein Inbusschlüsselset und das war es eigentlich schon fast, und ein USB-Kabel und ein Stromkabel, und ja, mit dem Rest muss man sich irgendwie selbst organisieren. Ist jetzt kein Beinbruch, man kann trotzdem noch starten direkt, das heißt, das Filament schneidet man dann einfach mit einem Seitenschneider kurz schräg ab, den hat ja jeder zu Hause, und dann kann man hier im Prinzip schon losdrucken. Aber ganz ehrlich, diese paar Cent-Artikel, die hätten es am Ende auch nicht mehr getan. Das heißt, der Druckpreis ist ja, oder der Preis des Druckers ist hier ja zum Beispiel höher als vom Anycubic oder CR10. Ich glaube, der kostet ungefähr $350. Und die anderen beiden sind ja auch, also der CR10 kostet ungefähr das gleiche und da ist der Lieferumfang wesentlich besser und der Anycubic ist günstiger zu haben und selbst da lag ein Kilo Filament bei. Ich weiß auch nicht, warum man hier mit 250 Gramm starten muss unbedingt.
Aber ja, nichtsdestotrotz würde ich den Drucker Einsteigern hier auf jeden Fall empfehlen. Ist ein tolles Gerät, wenn man auch nicht unbedingt plant, so viel an seinem Drucker zu modden und da irgendwie weiter zu basteln. Falls man das doch vorhat und da tiefer einsteigen möchte, würde ich eher zu einem anderen Gerät raten als zu diesem hier. Das heißt, das hier ist wirklich mehr so ein, ich stell dich hin, drucke so wie du bist und passt das Ganze auch nicht mehr an System, sage ich mal. Und ja, deswegen auf jeden Fall wohnzimmertauglich. Wie gesagt, die cleane Optik gefällt mir sehr gut. Diese Hochglanzoberfläche hier vorne ist wie immer Hochglanz ein bisschen anfällig. Das heißt, bei mir waren die Ecken hier nach dem Transport auch schon ein bisschen eingeknickt und verschrammt hier oben. Da ist zwar eine Folie drauf, die war aber an der Stelle dann umgeknickt, haben wir ja auch im Video gesehen. Aber ja, bleibt eben nicht aus. Das heißt, dieses hochwertig wirkende Finish hier, ja, ist eben sehr anfällig für Schrammen und so weiter und natürlich auch für Fingerabdrücke. Aber das bleibt dann eben nicht aus. Wie gesagt, danke an Gearbest, dass ihr mir den Drucker geschickt habt. Ist auf jeden Fall ein tolles Gerät. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze über meinen Link kauft. Dann bekomme ich ein bisschen Provision dafür. Und ansonsten behalte ich den jetzt erstmal eine Weile. Werde da, wie gesagt, auch noch ein bisschen mehr Erfahrung mit sammeln, wenn euch das interessiert. Was ich damit gedruckt habe und so weiter, dann schreibt es in die Kommentare, dann kommt nochmal ein Anschlussvideo. Ich kann auch gerne mal zeigen, wie ich das Ganze im Keller zusammengebaut habe, wie ich die verschiedenen Drucker dann dort aufbaue. Den CR10 habe ich ja nicht mehr, den habe ich ja an Stefan von Verdrahtet vermacht. Aber auf jeden Fall der Anycubic und dieser hier kommen beide in den Keller und da dürfen sie dann eben mehrere Stunden am Stück drucken, weil für den Wohnraum ohne Einhausung oder so ist es mir dann doch zu laut, wenn das Ding irgendwie 15, 20 oder noch mehr Stunden am Tag dann eben mal läuft. Ja, wie gesagt, vielen Dank an Gearbest, toller Drucker für einfach nur Plug and Play, wunderbar für Bastler, nicht unbedingt geeignet an dieser Stelle. Ich war positiv überrascht und die Optik gefällt mir nach wie vor gut, obwohl die mir total egal ist, wenn ich mir jetzt in den Keller stelle, ehrlich gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonniert, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten geht es bald mit Smart Home Videos weiter. Ich drucke mit diesen Teilen natürlich jede Menge Smart Home Komponenten, irgendwelche Einhausungen und so weiter. Da kannst du dich auf jeden Fall noch auf viel Inhalte freuen. Das heißt, ich verschmelze die Themen Hausautomatisierung und 3D-Druck hier natürlich sinnvoll miteinander. Da wird in Zukunft noch mehr kommen und vielleicht verlose ich diesen Drucker hier irgendwann sogar noch, weil ich erwarte noch ein weiteres Modell und drei Stück oder noch mehr kann ich einfach nicht den ganzen Tag bedienen. So viel drucke ich dann doch nicht, dass ich so viel parallel eben im Einsatz haben müsste. Deswegen bleib dran. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn du den Kanal abonnierst und mir einen Daumen nach oben für das Video gibst. Wenn dich noch mehr zu dem Drucker interessiert, bitte einfach in die Kommentare. Ich probiere alles so gut wie möglich zu beantworten. Ansonsten hoffe ich natürlich, hier den ersten Eindruck gegeben zu haben und dir bei einer Kaufentscheidung geholfen zu haben. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.